Braunkohle bis zum Horizont. Und da, wo er erreicht ist, da wird sie verstromt. Der Tagebau Welzow Süd in der Niederlausitz prägt die Region seit Jahrzehnten, versorgte große Kraftwerke wie das Kombinat Schwarze Pumpe hier 1975 mit dem Stoff, aus dem die DDR einen übergroßen Teil der Energie gewann. Umweltzerstörungen wie aufgewühltem Boden und vergifteter Luft inklusive. Mittlerweile wird dort zwar immer noch gefördert, mit dem Kohleausstiegsbeschluss ist ein Ende der Bagger aber in Sicht. Und für die Anwohner gibt es neue Hoffnung. Unser Mittendrin-Team war in der Kleinstadt Welzow im südlichen Teil Brandenburgs und dort hat Andreas König Menschen getroffen, die für ihr Leben am Abgrund jetzt eine neue Perspektive sehen. Die Zeit ist gekommen für eine neue Fassade. Ist die alte doch so etwas wie ein Sinnbild für die jahrelange Ungewissheit über das Schicksal ihres Dorfes? Muss Proschim, ein Ortsteil von Welzow, dem Tagebau weichen, der sich nur 500 Meter von ihrem Haus entfernt durch die Landschaft frisst? Sibylle und Alexander Tesch betreiben seit 6 Jahren hier ein kleines Restaurant, den drohenden Baggern zum Trotz. Flammkuchen im Sommer, geschmortes im Winter. Doch zurzeit lähmt die Corona-Pandemie die Aufbruchsstimmung. Auf der anderen Seite sind wir natürlich erleichtert. Viele sind erleichtert, die dann hier bleiben können und ihre Häuser behalten können, die ihre Heimat behalten können. Auf der anderen Seite von Welzow leben Sabine Buder und ihr Mann Horst. Er bereits sein Leben lang. Schweren Herzens hatten sie sich bereits damit abgefunden, dass ihr Haus abgebaggert werden sollte. Die Buders kauften sich ein neues Grundstück für ein kleines Eigenheim statt ihres großen Hofes. Doch dann kam alles anders. Wir haben uns damit schon wirklich abgefunden gehabt. Ich muss sagen, wir zählen noch nicht zu den Tagebaugegnern. Wir haben die Einsicht gehabt, dass wir nur auf dem Gebiet hier wohnen, wo, wenn die Kohle gebraucht wird, dass wir hier weg müssen. Also wir haben das nicht jetzt so verbissen gesehen. Mehr als die Hälfte seiner Einwohner hat Welzow in den vergangenen 30 Jahren verloren, meist die Jungen. Nun ist der Ausstieg aus der Kohle beschlossen. Welzow samt Proschim bleiben unangetastet. Ich glaube, als allererstes müssten sich die Städte zusammensetzen und die Gemeinden und müssten erst mal ausbaldowern. Was wollen wir eigentlich? Wofür stehen wir? Was ist unsere Identität? Für Frank Degen liegt Welzows Zukunft klar auf dem Wasser und in der Luft. Der Pilot betreibt auf dem nahegelegenen Sedlitzer See einen Wasserlandeplatz, den er gern ausbauen und touristisch nutzen möchte. Doch seine Ideen reichen viel weiter. Löschflugzeuge sollen hier auf dem ehemaligen russischen Militärflugplatz stationiert und ein europäisches Katastrophenschutzzentrum aufgebaut werden. Angesichts zunehmender Dürre, Waldbrände und Unwetter gibt es in der EU längst Pläne für ein solches Projekt. Warum dann nicht in Welzow? Das beinhaltet auch die Ausbildung. Die Ausbildung, das Zusammenspiel der Feuerwehrleute und der Luftkräfte, dann die Waldbrandüberwachung, die Waldbrandeinsatzfähigkeit bis hin zu Drohnen und solchen Dingen hier alles zu entwickeln und das Zusammenspiel im Prinzip zusammenzubringen. Und diese Geschichte wäre auch eine Initialzündung noch für viele andere Projekte. Katastrophenschutz statt Tagebau. Die Idee findet auch die Bürgermeisterin gut, wenn da nicht das liebe Geld und die bürokratischen Hürden wären. Wenn es den Startschuss gibt, mittlerweile dann auch wieder 5 bis 6 Jahre ins Land gehen werden, ehe man daran denkt, einen ersten Grundstein zu legen. Weil es hat was mit der Förderpolitik zu tun. Und zum anderen sind es die Kommunen, denen schlicht und ergreifend die Startschussfinanzierung fehlt. Für die Pläne am Flugplatz erarbeitet das Potsdamer Innenministerium erst einmal eine Machbarkeitsstudie. Dann müssen noch der Bund und am Ende die EU entscheiden. Ich hoffe mal, dass es zügiger und schneller geht, wenn man denn will und die Lausitz nicht im Stich lassen will für die Zukunft. In Berlin oben ging das schnell mit Tesla. Warum soll es nicht hier genauso schnell gehen? Die neue Aufbruchsstimmung in Welzow hat auch Michael Kreschow erfasst. Seine Druckerei gibt es hier seit mehr als 100 Jahren. Mangels Aufträgen musste er die Produktion nach Cottbus verlagern. Jetzt hofft Kreschow auf eine Rückkehr und auf die Fördermilliarden für den Strukturwandel, auch wenn er nicht gleich an eine goldene Zukunft glaubt. Ja, eigentlich soll es wesentlich besser werden. Ja, ob es nachher golden wird, das entscheiden natürlich nicht ich, das entscheiden andere Leute. Ne? Aber ich möchte gerne Teil dessen sein, dass es mal goldener wird. Spätestens 2038 soll Schluss sein mit dem Strom aus der Kohle. Klingt lang, ist aber eher wenig Zeit, die den Welzowern bleibt, die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen.